Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Allahumma ja'al amalana kullahu salihan. واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. Geehrte Geschwister im Islam, Alhamdulillah hat Allah subhanahu wa ta'ala uns mit dem Gewaltigsten geehrt, womit er überhaupt nur einen Diener ehren kann. Und das ist der Islam, wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. Wahrlich, die Religion bei Allah ist der Islam. Und dieses hat nicht irgendein Mensch von den Geschöpfen ausgesucht. Diese Wörter hat nicht irgendjemand bestimmt, der kein Recht hat, dieses zu bestimmen. Nein, es ist das Wort Allahs Azza wa Jalla Subhanahu in seinem edlen Koran. Wahrlich, die Religion bei Allah ist der Islam. Und es gibt Leute, die hassen dich, weil du ein Muslim bist. Du fragst ihn, was ist sein Problem mit dir? Er hat kein einziges Problem. Er hat nichts anderes, außer dass du ein Muslim bist. Warum gibt es solche Herzen? Und ich spiele auf die Tat an, liebe Geschwister, die heute viele von euch mit Sicherheit mitbekommen haben, dass ein Christ, ein Weißer, in Christchurch in Neuseeland, in der Nähe von Australien, in eines der Häuser Allahs subhanahu wa ta'ala hereingegangen ist, während des Freitagsgebets. Und er hat mit einer Artillerie von Waffen, und subhanallah, wenn man sieht, welche Waffen er dabei hatte, das war keine Tat, die man sich einfach so über Nacht ausdenkt. Er hatte einen Sniper, er hatte eine Pumpgun, er hatte automatische Waffen, die nur das Militär besitzt. Und so hat er in die Menge hereingeschossen, circa 15 bis 17 Minuten, und niemand kam. 300 Menschen, 300 Muslime waren bei dem Freitagsgebet zugegen. Und er eröffnete das Feuer auf diese Muslime. Und er tötete, die letzte Zahl, die ich mitbekommen habe, circa 50 Leute. Das ist eine Tat, die ein Verbrechen ist. Das ist eine Tat, die purer Terror ist. Eine Tat, die unsere Herzen erschüttert. Das Herz von einem jeden Muslim, der seinen Bruder liebt, wie er auch das Gute für sich liebt. Und liebe Geschwister, wichtig ist, eines zu erfahren. Wir sind Muslime, walhamdulillahi rabbil alamin. Wieso lässt Allah Azza wa Jal subhanahu so etwas zu? Allah Azza wa Jal hat uns klar gesagt im Koran subhanahu wa ta'ala, dass er das Schlechte nicht liebt für seine Diener. Allah Azza wa Jal subhanahu, er ist der König, der uns Regeln gegeben hat, wie wir miteinander umgehen. Und wer sich nicht an die Regeln hält, so hat er es aus freiem Willen gemacht. Und Allah Azza wa Jal wird ihn dafür Yawmul Qiyama am Tage des Gerichts zur Verantwortung ziehen. La zulma al-yawm, an diesem Tag gibt es kein Unrecht, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, indem er auf den Tag des Gerichts anspielt. Hier passieren viele Dinge, die ungerecht sind, wie unter anderem dieser Terroranschlag auf die Muslime. Speziell auf die Muslime. Und wir akzeptieren nicht, liebe Geschwister, dass in der Zeitung nur geschrieben wird, dass er ein Rassist war. Nein, er ist nicht zu irgendwelchen Ausländern gegangen. Er ist speziell zu Muslimen gegangen, um sie zu töten. Nicht nur, dass er sie alle über einen Haufen geballert hat, sogar die Leute, die auf dem Boden lagen, so hat er noch einmal nachgeschossen, um sicher zu sein, dass sie auch wirklich tot sind. Das ist ein kaltblütiger Mörder. Allahu a'lam, wer er ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Geschwister als Shuhada annehmen.
Allahumma taqabbalahu min shuhada ya rabbal alamin. Möge Allah subhanahu wa ta'ala jedem Bluttropfen, der von ihrem Körper herabgesickert ist, möge Allah azza wa jal ihm damit die Stellung im Paradies erhöht. Alhamdulillah rabbil alamin, trotz dieses schlimmen Terroranschlags, und wir hören jeden Tag Nachrichten, und wir hören, was in Syrien passiert, wir hören, was in Libyen passiert, wir hören, was in den vielen muslimischen Ländern passiert. Und dann, subhanallah, werden wir auch mit so einem Terroranschlag nicht in den islamischen Ländern geprüft, sondern in anderen Ländern. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, der Allgerechte, er hat uns wunderschöne Wörter im Koran gelassen. Er sagt uns, subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, O ihr, die ihr glaubt, steht für die Sache Allahs ein. Shuhada bil qist, und seid gerecht als Zeuge. Wa la yajrimannakum shana'an qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Subhanallah, was für eine Ayah, was für ein Vers aus dem Koran al-Karim, wo wir die Gerechtigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala für uns feststellen, für uns Muslime. Er sagt uns, o ihr, die ihr glaubt, steht ein für die Sache Allahs und seid Zeugen gegenüber Allah. Ihr seid Muslime, ihr seid wahrhaftig, ihr seid Leute, die ich auserwählt habe, seid Zeugen über die Sache Allahs azza wa jalla. Und der Hass gegenüber einer Gruppe von Menschen, höre zu, soll euch nicht dazu verleiten, ungerecht zu handeln. Allahu Akbar. Soll euch nicht dazu verleiten, nicht dazu führen, ungerecht zu handeln. Seid gerecht und fürchtet Allah. Allah weiß sehr wohl, was ihr tut. Deswegen sagen wir, indem wir diese Ayah umsetzen und Gerechtigkeit walten lassen. Wir scheren nicht alle Christen über einen Kamm und sagen, das ist ihre Eigenschaft, dass sie uns Muslime so grausam töten. Nein, das machen wir nicht. Allah hat uns befohlen, gerecht zu sein. Dieser ist ein Täter, der auch Mittäter dabei hatte, der dieses Verbrechen ausgeübt hat. Und wir wünschten uns, dass im Westen dieselbe Gerechtigkeit an den Tag gelegt wird. Was ist der Unterschied bei Anschlägen, die von seitens von abgeirrten, kranken, nicht realitätsbezogenen Muslimen ausgeübt wird? Und was ist der Unterschied, wenn dieses Christen machen? Wir sagen, beide sind definitiv falsch, ohne ungerecht zu sein. Und daher, liebe Geschwister, das ist nicht die Tat von einem jeden Christen. Das ist nicht die Tat von einem jeden Weißen. Das ist nicht die Tat von einem jeden, der im Westen lebt. Nein, das war ein Muslim, ein Verbrecher, der sich speziell auf diese Tat vorbereitet hat. Keiner besitzt einfach so viele Waffen. Keiner ist so kaltblütig. Überlebt jemand, der noch nie eine Waffe in der Hand hatte, noch nie einen Menschen erschossen hat. Subhanallah, er wird gar nicht in der Lage sein, so ein Verbrechen zu verüben, indem er Leute sieht, die schon auf dem Boden liegen, und noch einmal nachschießt, damit er sicher gehen kann, dass diese Leute auch tatsächlich an diesem Tag sterben. Alhamdulillah, wir sind gerecht in dieser Sache. Und subhanallah, der Unterschied zwischen uns und Islam Hassan, und ich meine damit nicht den gesamten Westen, ich meine damit speziell Islam Hassan, ist, dass sie, wenn eine Tat von Muslimen verübt wird, so groß und gewaltig machen, und sie sickert tagelang über die Fernseher, bis die Leute anfangen, auch den Islam zu hassen. Und dieser Mann, der das getan hat, wurde mit Sicherheit auch von den Medien dazu getrieben und auch von Aussagen der Politiker. Und das sagen wir klar. Aber Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wir appellieren an die Vernunft von diesen Verantwortlichen, dass sie ein Zeichen setzen mit diesem Anschlag und versuchen, alles Erdenkliche zu tun, dass so ein Anschlag nicht wieder passiert. 50 Menschen sterben in einem kurzen Augenblick
Ihre Seele wurde ihnen genommen. Aber Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sagte: Yub'athu kullu abdin ala ma mata alih. Jeder Diener wird so auferstehen, yawmul qiyamah, am Tage der Auferstehung, so wie er gestorben ist. Diese Leute werden yawmul qiyamah mit Allahu Akbar aufstehen. Weil so sind sie gestorben in der Moschee. Und das ist eine Ehre, dass Allah Azza wa Jal dich nicht an einem verdorbenen Ort sterben lässt, wie manche Leute, wal'iyadu billah, an einem Ort sterben, den Allah subhanahu wa ta'ala nicht liebt. Nein, es ist vielmehr ein Ort im Hause Allahs, die liebsten Orte für Allah subhanahu wa ta'ala. Wie der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagte: Ahabbul biladi ila Allah azza wa jal masajiduha. Die Orte, die Allah subhanahu wa ta'ala am meisten liebt, sind die Moscheen. Und dort sind sie gestorben, dort hat Allah Azza wa Jalla ihre Seele genommen, weil Alhamdulillahi Rabbil Alameen wisse, so sagen die Gelehrten, man aasha ala shay, mata ali. Derjenige, der für eine Sache lebt, so wird ihm dieses am Ende des Lebens einholen. Das heißt, warst du beschäftigt im Leben mit Alkohol trinken, so wird das auch dein letzter Moment sein. Warst du im Leben beschäftigt mit Drogen, so wird das deine letzte Beschäftigung sein. Warst du im Leben beschäftigt mit irgendwelchen Dingen, so wird dich das einholen, o Diener Allahs. Diese Leute waren, insha'Allah, beschäftigt mit dem Gebet. Deswegen hat Allah Azza wa Jal sie in diesem Gebetshaus, in dieser Moschee sterben lassen. Das ist unsere Religion. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Und wir sollten verstehen, liebe Geschwister, dass wir als Muslime Lehren daraus ziehen sollten. Möchtest du an einem Ort sterben? Und ich frage dich, o Diener Allahs, wo du weißt, Allah wird nicht zufrieden sein an so einem Ort, dann geh auch nicht zu diesem Ort hin. Wie viele sind in der Shisha-Bar gestorben? Wie viele sind in der Diskothek gestorben? Wie viele sind im Schwimmbad, wo die nackten Frauen herumschwimmen, gestorben? Allah hat dort ihren letzten Moment bestimmt. Und du als Muslim solltest nirgendwo hingehen, wo du auch nicht sterben möchtest. Du als Muslim solltest nichts an Kleidung tragen, und ich spreche speziell mit den Schwestern, mit dessen Kleidung du nicht sterben möchtest. Allah setzt uns Zeichen, und wir sollten daraus Lehren ziehen, liebe Geschwister. Eine weitere Lehre, die wir daraus ziehen, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich niemals verlieren lässt. Es gibt Leute, der sagt, vielleicht war das nicht gut, dass sie an diesem Tag zur Moschee gegangen sind. Das ist kein Wissender. Denn Allah azza wa jal, wenn er etwas bestimmt, dann wird die Sache so passieren, wie er es bestimmt hat. Das musste so sein, dass sie heute in diese Moschee gehen, um dort zu sterben, weil Allah azza wa jal das so bestimmt hat. Und es gab Leute, die wollten an diesem Tag gar nicht in die Moschee gehen, sind an diesem Tag aber in die Moschee gegangen, weil Allah subhanahu wa ta'ala das bestimmt hat. Und so sind sie an diesem Tag gestorben. Walhamdulillah, hani'an lahum. Was für eine Freude für sie. Herzlichen Glückwunsch, dass sie so ein Tod gestorben sind. Auf dem Wege Allahs Azza wa Jal. Und inshallah sind sie Shuhada. Und sie sind nicht einen anderen Tod gestorben. Liebe Geschwister im Islam, werden jetzt auch die Regierungsvertreter aus der gesamten Welt sich zusammentun und auch einen Schweigemarsch machen. Wir erwarten das nicht von diesen Leuten. Wir Muslime haben eins gelernt. Wir vertrauen nur auf Allah. Ob Leute mit dir sind oder nicht mit dir sind, das spielt keine Rolle. Solange Allah mit dir ist, wirst du immer dessen Schutz genießen am Morgen und am Abend. Und er ist derjenige, der dir Yawmul Qiyamah dafür den vollen Lohn gibt. Subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil du als Muslim gelebt hast und als Muslim gestorben bist. Daher ist unsere Aufgabe, dass wir Mitgebete für unsere Geschwister machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala den Angehörigen Geduld geben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala
sie als Shuhada annehmen. Möge Allah Azza wa Jal ihre Taten nicht verloren gehen lassen. Und möge Allah Subhanahu wa Ta'ala sie im höchsten Paradies mit dem Gesandten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam vereinigen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wal aqibatu lil muttaqin, wal udwana illa ala al-zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, so ein Anschlag ist überall denkbar. Und wir sollten uns niemals in Sicherheit wiegen. Aber ich möchte auf etwas anderes hinaus. Ich möchte euch sagen, dass ihr immer darauf achtet, was ihr im Leben tut. Wir selber denken vielleicht, dass wir noch ein paar Jahre leben werden. Aber was hat Allah Azza wa Jal für uns bestimmt? Haben die Leute, die heute in der Moschee waren, gedacht, dass das ihr letzter Moment sein wird? Mit Sicherheit nein. Aber was sollten wir als Lehre daraus ziehen? Der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagte, innamal a'malu bil khawatim, wahrlich die Taten entsprechen dem Ende. Bedeutet, so wie du gelebt hast, so wirst du sterben. Und ich möchte dir heute sagen, ändere dein Leben. Und wisse, der Tod ist nah. Ob es in der Moschee ist, vielleicht auch woanders. Allah Azza wa Jal, er hat schon deinen Todeszeitpunkt bestimmt. Nur mit einer Maßgabe, das solltest du niemals vergessen, ohne die Namas. Lasse das in deinem Herzen. Wenn du stirbst, wie wirst du sterben? Wie wirst du sterben? Ich habe das letzte Mal einen Bericht gelesen, wie einer, der zum Schirk gerufen hat, der die Leute dazu aufgerufen hat, neben Allah etwas anderes anzubeten und den Menschen zu sagen, dass es einen Sohn Gottes gibt. Als er gepredigt hat, ist er dabei gestorben. Weil sein ganzes Leben damit beschäftigt war, den Leuten den Schirk in die Herzen hereinzulegen, so war das auch sein letzter Moment. Und so wird er auferstehen vor Allah, dem einzigen As-Samad, der unabhängig ist von allem, so wird er auferstehen vor ihm. Und dann soll er Allah erklären, dass es neben Allah einen anderen Gott gegeben hat. Wie willst du sterben, o Diener Allahs? Du bist ein Muslim, alhamdulillah. Deine Taten sollten hauptsächlich gute Taten sein. Jeder von uns sündigt, das ist richtig. Aber wenn du 99 Mal in die Moschee gehst und du warst einmal, weil der Shaitan dich überrollt hat, übermannt hat, an einem anderen Ort, Allah ist barmherzig. Allah ist barmherzig, er lässt dich an dem guten Ort sterben, weil er weiß, das war eigentlich dein Begehren, das war eigentlich dein Wunsch, das war eigentlich dein Lebensweg, dass du Allah Azza wa Jal immer gefallen wirst. Und daher wisse, dass wenn du einen Fehler machst oder mal einen Fehler machst, Allah wird dich niemals bei dieser Sache sterben lassen. Warum? Weil er ist barmherzig. Er weiß, dass du und ich schwach erschaffen worden sind. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Und der Mensch ist wahrlich schwach erschaffen worden. Aber was ist unsere Aufgabe? 99 Mal in die Shisha-Bar zu gehen und nur einmal im Leben in die Moschee, wo werden wir sterben? Was ist wahrscheinlicher? Was ist wahrscheinlicher, wenn du 99 Mal وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ in die Disco gehst und an Orten, die Allah Azza wa Jalla nicht liebt, und einmal in dein Leben in die Moschee gehst? Wo wirst du sterben, wo die Namen? Ja, Akhil Karim, wirst du, wenn du im Paradies bist, darüber trauern, dass du nicht in der Disco warst, dass du keine Sinner gemacht hast, dass du keine Zinsen genommen hast, dass du nicht Alkohol getrunken hast? Wirst du im Paradies darüber klagen? Allah wird dir Paradiesjungfrauen geben und er bestimmt, was er will. Der Ärmste bekommt zwei Paradiesjungfrauen. Allah Azza wa Jal Subhana wird dir Häuser geben aus Gold und Silber und aus Perlen und Korallen. Allah Subhanahu wa Ta'ala wird dir Flüsse geben, Flüsse, höre zu, aus Khamr, aus Alkohol. Der Alkohol im Paradies ist aber ein anderer wie dieser Alkohol. Er berauscht nicht und er lässt nicht einen Menschen wahnsinnig und irre werden, sondern es ist, was Allah Azza wa Jal Subhana ihm geben möchte. Gibt es etwas Besseres, was Allah Subhanahu wa Ta'ala dir versprochen hat? Und trotzdem lebst du noch. Du isst und du trinkst, auch was du genießen möchtest. Und du heiratest und du hast Kinder und spielst mit deinen Kindern. Und trotzdem vergisst du nicht Allah in deinem Leben. Und dann wird Allah Azza wa Jal dir etwas Besseres im Paradies geben. Sei dir sicher. Deswegen sagte der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam: Ad-Dunya Sijnul Mu'min wa Jannatul Kafir.
Die Dunya ist was? Höre zu. Ist das Gefängnis von einem Gläubigen und das Paradies für einen Kafir. Warum? Einmal sah Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala, einer der großen Hadith-Gelehrten, der damals in Misr gelebt hat, als einer der obersten Richter. Er kam zum Markt und er wurde begleitet, liebe Geschwister, von einer ganzen Gruppe und alle waren schön angezogen und haben gut gerochen. Er hatte eine Stellung, Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala. Dann kam zu ihm ein Jude, der Öl verkauft hat. Und seine Arbeit war überhaupt mit Öl gewesen, so war er beschmutzt mit Öl, seine Klamotten waren beschmutzt mit Öl. Und er kam zu Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala, und sagte, Kadhaba nabiyukum, euer Prophet hat gelogen. Dann sagte Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala, wa ma dhaak, was meinst du damit? Unser Prophet hat gelogen. Er sagt, ja, euer Prophet sagt, dass die Dunya das Gefängnis für einen Gläubigen ist und für die Kuffar ein Paradies ist. Ich sehe das nicht so, sagte dieser jüdische Mann zu ihm. Er sagte, schau mich an, ich arbeite mit Öl, meine Arbeit ist schmutzig, erniedrigend und ich fühle nichts Gutes in dieser Dunya. Und du lebst wie ein reicher Mann und läufst mit deiner geehrten Jama'a hier herum, mit den geehrten Leuten. Und es heißt, dass für uns die Dunya das Paradies ist. Schau mich an und schau dich an. So sagte Ibn Hajar al-Asqalani, rahimullah ta'ala, und damit schließe ich ab. Höre diese Wörter von diesem großartigen Gelehrten. Er sagte, das, was du gerade durchlebst in dieser Dunya, höre zu, ist nicht nur Erniedrigung in der Dunya im Vergleich zu dem, was dich an Strafe im Jenseits erwartet, ist das Paradies. Und das, was ich an Schönem besitze und mit mir führe, wenn ich in das Paradies hereinkomme, möge Allah uns alle zu den Paradiesbewohnern machen, wenn ich in das Paradies hereinkomme, so ist das, was ich hier in der Dunya schon an Gutem besessen habe, wie ein Gefängnis gegenüber dem, was mich zu erwarten hat. Allahu Akbar. Das ist dein Lebensweg, Odinamas. Bleibe standhaft auf dem Weg. Es ist nicht die letzte Nachricht, die wir gehört haben. Wisset das. Aber der Unterschied zwischen einem Gläubigen und einem, der weit entfernt ist von Allah, ist, dass derjenige, der ein Gläubiger ist, er zieht Schlüsse aus dieser Tat. Ab heute ändert er sich, weil er weiß, der Tod ist überall. Und der andere wird weiter unaufmerksam sein. Er lässt sich 2-3 Minuten vielleicht hier ermahnen. Und wenn er herausgeht, hat er wieder alles vergessen. Und so wird das sein. Der Todesengel kommt zu einem jeden, aber nicht jeder stirbt an einem geehrten Ort mit einer geehrten Tat. Das hat Allah Azza wa Jalla nur für seine Paradiesbewohner bestimmt. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns zu diesen Paradiesbewohnern machen. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ulya. في هذه اللحظة الطيبة المباركة الكريمة العظيمة أن تغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي تنزل النقم والتي تنزل البلاء والتي تحبس الدعاء والتي تقطع الرجاء اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وعند الموت شهادة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة النعيمة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.